Ja, mein Name ist Peter Johansen. Ich bin Einrichtungsleiter hier im Albertinstift in Harreslee und bin hier seit 2001. Die Ausbildung unserer Mitarbeiter liegt mir sehr am Herzen, denn nur gut ausgebildete Mitarbeiter können auch gute Pflege machen. Ich bin Kirsten Henschke. Ich bin eine der drei Praxisanleiter, die für diakosoziale Einrichtungen DSG zuständig sind. Und wir betreuen Schüler in unseren Einrichtungen hier im Norden von Schleswig-Holstein. Praktische Anleitung für die Schüler findet jeden Tag in jeder Einrichtung durch jeden Mitarbeiter hier statt. Aber wir drei Praxisanleiter sind eben speziell dafür da, für Themenbereiche, die im Alltag manchmal schwer zu vermitteln sind. Und wir arbeiten gemeinsam um, was theoretisch in der Schule vermittelt wurde. Die Ausbildung gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt einmal die dreijährige Ausbildung, die einjährige und dann gibt es noch auch das freiwillige soziale Jahr, wo man erstmal gucken kann, gefällt mir das, bin ich dafür geeignet und möchte ich nachher auch weitermachen. Im Moment haben wir fast 50 Schüler und freuen uns über jeden Neuen, der mit dazukommt und die Ausbildung hier machen möchte. Hallo, mein Name ist Danny Julius. Ich bin Schüler im Gotthard-Anne-Hansen-Stift. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich mache meine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ich bin dazu gekommen durch ein FSJ, was ich mit 23 Jahren nochmal gemacht habe. Ich habe gemerkt, da drin liegt meine Stärke und ich bin dabei geblieben. Was am Anfang natürlich hart war, war dieser Schichtwechsel. Das kann, glaube ich, für Schüler, die direkt aus der Schule kommen, echt ungewohnt sein. Aber da muss man einfach dann mal durch, sich dran gewöhnen und man merkt danach, so schön ist es dann auch gar nicht. Ich habe damals den Weg in die Pflege gefunden durch ein Schulpraktikum, was ich gemacht habe. Dabei habe ich gemerkt, dass mir der Beruf ganz viel Spaß macht und dass mir das liegt. Ich habe mich dann kurz vor Ende meiner Realschule für eine Ausbildung als Altenpflegerin beworben. Viel Spaß macht mir natürlich der Umgang mit den Menschen, zu sehen, wie man Menschen, denen es nicht so gut geht, wieder ein bisschen hochhelfen kann. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Häufig, wenn die Schüler kommen und ihre pflegerische Laufbahn bei uns beginnen, sind sie 16, 17 Jahre alt, beginnen das FSJ und sind wirklich noch Kinder. Und es ist immer schön zu sehen, wenn sie dann anschließend sogar vielleicht in die Ausbildung gehen, wie sie in dieser Zeit heranwachsen, reifen und zum erwachsenen Menschen werden. Lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und für das, was man tut, Sorge zu tragen. Moin, ich bin Pierre. Ich mache seit Oktober 2015 die Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege. Also den Beruf habe ich ja ausgewählt, weil ich ja den Eindruck habe, dass man viele Beschäftigungsmöglichkeiten hat nach der Ausbildung. Also wir leben ja auch in einer ständig alternden Gesellschaft. Es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen. Ja, ich bin Nina Hanna Kruse. Ich mache eine Ausbildung hier im Albertinstift in Harreslee. Ich komme eigentlich aus dem Kaufmännischen. Ich habe 26 Jahre als Bürokauffrau gearbeitet, aber kam immer unzufriedener nach Haus. Und hier ist das anders. Es ist sehr viel Stress, das muss man dazu sagen. Aber man geht zufrieden nach Hause, man hat die Begegnung mit Menschen. Es ist etwas sehr Kreatives und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich bin zufrieden hier. Unser Motto ist, in guten Händen. Um denen gerecht zu werden, müssen wir ausbilden. Dadurch, dass wir selber ausbilden, können wir unseren eigenen Nachwuchs so ausbilden, dass wir qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und so auch in Zukunft genügend gut ausgebildete Mitarbeiter zur Verfügung haben. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich auf der unten eingeblendeten Website informieren oder auch gerne persönlich mit uns Kontakt aufnehmen.